Nehmen, wenn du willst. Hab ich. Ach so, okay. Ach, Quatsch, so. Keiner drauf. Aber hier ist schon ausgeleuchtet. Ich glaube, du hast hier schon mal geleuchtet. Das weiß ich nicht. Vielleicht warst du es auch selber. Oder ich war selber und war zu blöd, die Pilze zu sehen. Das könnte ich mir eher vorstellen, ja. Ich habe auch keine Pilze gesehen. Oh. Irgendwer wäre es gewesen, wird es gewesen sein. Oder es waren alte Minenarbeiter, die haben ihre Fackeln hier vergessen. Das kann natürlich auch sein. Und ich hoffe, dass wir bei der nächsten Aufnahmesession dann direkt bei 1.9 durchstarten können. Mit Ja, die Pre-Release ist ja aktiv, ne? Pre-Release läuft zurzeit, ja. Dann lassen wir uns mal überraschen, wie schnell die 1.9 vorhanden ist. Jo. Weil das eigentlich jetzt. Ich habe gar nicht geguckt, was jetzt alles da wirklich bei ist. Was ist denn. Ach, das ist nicht allzu viel. Sind da die Dörfer denn endlich aktiv? Ja. Die NPCs sind drin, allerdings auch noch nicht so weit, dass man jetzt mit denen handeln kann, weil man soll ja mit denen handeln können, aber die NPCs sind schon mal da. Da wenigstens etwas. So hast du. Das andere kommt dann wohl mit 1.10 oder so was. Das lassen wir uns dann überraschen. So, dann gehen wir mal hier weiter. Da ist nichts mehr, okay. Wobei, hier geht es nicht allzu viel weiter. Nö, hier ist schon Stopp. Okay, dann machen wir mal das Loch zu, weil das Wasser nervt. Und ich höre ein Schaf. Nee. Ja, habe ich gerade gehört. Ja, keine Ahnung, wo du das Schaf dann gehört hast. Auf Höhe ist schon wieder. Welche Ich Höhe bin bist auf denn gerade? 37 bin ich. Dann bist du aber zwei tiefer als ich. Ich höre hier echt ein Schaf. Ich bin doch nicht bescheuert. Ja, keine Ahnung. Ja, manchmal schon, aber das habe ich gehört. Jetzt höre ich das immer noch. Ach nee, ich bin. Ach, hier hängt aus wieder so viel Kohle an der Wand, ey. Ja, ich höre das. Oh, cool. In den nächsten Schacht gebuddelt. Habe ich auch gerade. Na, schau mal an. Oh, hallo, Herr Krippermann. Mal wieder. Ja. Hier warst du aber anscheinend nicht. Oh, hallo, noch ein Herr Krippermann. Mach mal bumm. Aua. Wieso ist der andere nicht tot? Jetzt bin ich tot. Nein! Mein erster Tod im Let's Play. Nee, du hast schon mal einen Tod gehabt, Ja, oder? gut. Irgendwann. Ach. Verdammte Scheiße. Ich finde das doch nie wieder. Oh, was da alles rumliegt. Ich habe auch nicht gesehen, wo du gestorben bist. Och, Du hättest eigentlich nö. testen können, ob das mit Zans Minimap geht. Ja, ach Mensch. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Aber ich könnte ja im Video nachgucken. Ja. Nein, mach mal nicht. Ich teleportiere mich einfach mal zu dir. So. TP. Wolfer. Rexen. Bam. Ich bin bei dir, aber irgendwie sehe ich nur Geflacker und ich sterbe gerade. Wow, Creepermann, direkt neben mir. Ich sehe hier irgendwie gerade total tot. Was hast du gemacht? Ich habe eigentlich gesagt, du merkst das. Hab hier nur Flackern gesehen. Ich habe Ach kein Bild so. gehabt. Und ich habe es gerade zischen gehört bei dir. Ja, der ist aber tot. Okay. Oh Mann! Was ist denn das für ein Scheiß jetzt hier? Habe ich jetzt eine Seuche? Ja, wenigstens etwas, ey. Kannst du dir folgen denn mein erster Tod? Ah, ich habe wieder nur Geflacker. Irgendwie lädt er die Welt nicht, wenn du Ja, dich teleportierst. er lädt die ganze Map dann da neu an. Das ist ja problematisch dabei. Aber du kannst auch den ganzen Weg laufen. So. Oh, ich bin da. Aber ich hab grad nichts. Also, Da hast du wenigstens schon mal ein Schwert. Ich hab da ein. Hä? Ich kann dir ein Schwert geben schon mal. Wo bist du? Hier. Ja, Oh. kriegst du. Erwarte ich. Ich hab sogar 4 Kohle. Da hast du noch ein komplett ganzes Schwert. Zumindest so gut wie. Ja.
Dafür geht mein Schwert gleich kaputt. Ist zur Hälfte schon runter. Ja, macht ja nichts, nur zur Hälfte runter. Ich muss nur gucken, wo es jetzt lang ging. Ach, hier habe ich schon wieder was freigelegt, um Gottes Willen. Frag mich nicht, wie ich jetzt da wieder hinkomme, wo mein Zeug liegt. Um Himmels Willen, das ist alles weg. Da waren Diamanten dabei und jetzt echt Diamanten? Ja, habe ich ja vorhin. Du hörst mir nie zu, wenn ich rede, oder? Nee, dann war ich gerade irgendwie andersweitig beschäftigt. Ja, wo war das jetzt, ne? Auf Höhe 36, das weiß ich. Nee, wir sind 35, oder zumindest ich gerade. So, jetzt bin ich 36. Dann grab dich mal schnell irgendwie dahin. Nö, ich kann nichts graben, weil ich nichts habe. Ach so. Ja, ich habe auch keine Spitzhacke mehr. Problematisch, ich habe keine Spitzhacken mehr gleich. Ja, gleich ist vorbei. Ja. Dann können wir gleich mal den Weg raussuchen. Ja. Und jetzt die Spitzhacke weg. So, jetzt dürfen wir den Weg raussuchen, ne? Ich glaube, ich habe hier schon was, aber ich komme hier nicht durch. Guck mal, mach mal da oben auf, wo die Spinne ist. Ja, wie denn? Den Weg. Ach so, du hast auch keine Spitzhacke mehr, oder was? Nee. Ja, warte, ich habe eine Axt noch. Damit geht's einigermaßen schnell. Nein! Hä? Hä? Wie schnell war die denn? Ich hab doch. Na, das könnte klappen. Oh Gott. Ja, ich habe auch nicht genug Holz bei. Wie dumm ist das denn jetzt? Na, jetzt müssen wir uns irgendwie den Weg hier rausgraben. Ich habe noch einen Cobblestone, okay. Stimmt, können wir eigentlich uns einen Weg hochbauen, ne? Jo. So. Ja. So viel zu diesem Thema, da kommen wir nicht lang. Nö, ich wollte eigentlich hier hoch. Und hier regnet schon wieder durch die Decke, das heißt, wir müssen da ziemlich weit oben sein. Nee, bei mir. Aber mein Zeug ist natürlich alles verschwunden jetzt, ne? Ja, davon kann es ausgehen. Oh. Da ist ziemlich gut ausgeleuchtet eigentlich. Ich habe überall gut ausgeleuchtet. Ich baue mir einfach meinen Weg jetzt. Aber das hier kommt rum. Mir gerade ein bisschen bekannt vor, das Ganze. Oder auch nicht? Ich weiß nicht. Vielleicht stelle ich mir das auch nur vor. Das Einzige, was ich habe, ist ein Schwert. So. Oh, da ist ein Creeper. Au. Hast heute böse Erfahrungen mitgemacht, ne? Ne, mich schießt hier gerade ein Skelett ab. Achso, oh, hier ist nicht ausgeleuchtet, also ich habe gerade hier einen Wasserfluss, den schwimme ich einfach mal hoch. Weil der geht irgendwie noch weiter hoch. Aua. Der geht irgendwie noch weiter hoch. Oh, ich es hasse. Das Wasser, wenn das so treibt, ey. Okay. Ja, komm, geh kaputt hier. Ach, ich bin ja. Hinter dir ist ein Creeper, ne? Falls du es noch nicht mitgekriegt hast. Und ein Enderman und so. Warte, hier sieht's auch wieder gut aus. Okay. So ein bisschen, ne? Ja. Notfalls buddeln wir uns mit unseren Fäusten nach oben. Ja, das wird aber lange dauern. Ich glaube auch. Aber wir sind schon auf 44. Also umso höher wir kommen, umso besser wird das. Na, ich habe leider keine Kabel. Mach mal den mal weg. Du hast ja Kabel. Setz da ein Kabel. Ja, machen wir mal. Bau da eine kleine Treppe. Genau. Ich habe Fackeln bei, keine Angst. Das ist gut. Ich habe nämlich nichts. Alles das, was ich... Oh Mann, ey. Aber zum Glück habe ich mein Zeug vorhin weggelegt. Ich hatte so viel Gold dabei und Diamanten und... Oh. Hier ist zu. Hier geht's nicht weiter. Aber hier sind wir schon auf 55. Also allzu weit kann das nicht mehr bis zur Dings sein. Ich bin 51 gerade. Wo bist du? Irgendwie... Ja, bei mir geht's irgendwie gerade wieder runter. Das ist nicht gut. Obwohl hier geht... Ich hab einen Ausgang! Ich hab einen Ausgang! Warte, ich komme. Ich hab, glaube ich, gerade deinen Namen gesehen. Ja, ich sehe deinen Namen. Ja, ich sehe.
Aber. Oh. Aber weißt, was wir da machen werden? Hochbauen? Ja, genau. Du baust dich hoch, ich teleportiere hinterher. So, komm. Ja. Huch, ja, so soll das klappen. Tschüss. Jo, wir sehen uns. So, bin oben. Freiheit! Jaha! Ja, und wie kommen wir jetzt nach Hause? Hast du keinen Marker gesetzt? Nö. Du? Ja. Okay. Ich habe nur von unserer ersten Welt noch den Marker drin. Nein, verdammt. Ah, hier kommen wir uns ja, durch Erde kommen wir uns ja schnell graben. Jopsa. Ach, nicht ganz geschafft. So, jetzt werden wir wahrscheinlich auch ein bisschen hier... Müssen eigentlich schon fast zu Hause sein. Das sieht nämlich schwer danach aus. Ja, hier ist die kleine Wüstenlandschaft. Ja, deswegen. Komm, da und natürlich die Melonensamen sind auch wieder für den Arsch. Naja, egal. Müssen wir die nächsten Melonen, die wir ernten, oder die ersten Melonen, die müssen wir gleich wieder zusammen verwurschteln. Oh, hier, Skelettis. Ja, lauf einfach rechts weiter dran vorbei. Du musst sowieso vor. Weil ich eine Rüstung noch trage, ne? Ja, du hast alle, ich nicht. Und hier sehe ich nur Chang. Ah, hier. Okay, jetzt haben sie. Da ist ein Kackhaufen. Wir sind nicht. Wir sind zu Hause. Links, oh Gott. Willst du runter oder soll ich? Oh. Ich sehe gerade das ganze Höhlensystem da unten mit Lava und allem. Das sieht lustig aus. Das ist aber komplett ausgeleuchtet. Das muss von uns irgendwie. Ach so, stimmt. Das ist ja unser Höhlensystem. Ja. Und jetzt guck mal. Da unten ist das Nether-Portal bestimmt. Ja. Und wer will jetzt runter? Gehst du runter? Ich sehe sowieso nicht. Ah, jetzt. Guck da. Du bist wahnsinnig. Lauf mal lang. Ja, genau. Lauf voll rein. Lauf, Forrest. Lauf. Guck an. Klappt, ne? Bis jetzt. Ja. Boah, vier Zombies sind hinter dir her. Jo, nicht ein Treffer habe ich bis jetzt. Mal gucken. Ja, dann sind sie hinter mir alle her. Ob ich das bis nach Hause schaffe. Ja, jetzt sind sie eh nicht mehr hinter dir her. Jetzt hinter das mir. Das ist gut. Nee, doch nicht. Auch nicht hinter mir. Aber sah gerade gut aus. Vier Zombies hinter dir her. Hm. Da oben wartet auch noch ein Zombie sehnsüchtig auf uns. So. Da ist einer gespawnt. Und mal gucken, wie es vorm Haus aussieht. Ach, da haben wir meinen Bello, den schicken wir mal gleich mit hier. Genau. Komm, Bello, mach ihn kaputt. Rudolf, am Blatt. Jawohl, feiner war er. So fein gemacht. Oh, hast du ganz fein gemacht. So. So, passt. Nicht kaputt machen. So. Ich denke mal, da sollte auch dann für. Ich bin ja fast tot. Meine Energie ist niedrig. Ja, ich hab nichts mehr. Alles verloren. Komm, legen wir uns mal schlafen hier. Ich muss Gesundheitsschlaf machen. Ja. Na, ich denke mal, es sollte auch jetzt für diese Aufnahme reichen erstmal. Ja, ich denke auch, dass wir jetzt erstmal wieder einen Stopp machen. Ich baue jetzt eben nur schnell noch die ganzen Cobblestones rein. Rein? Ja. Ja. Und ich hoffe, dass die Melonen hier bald mal wachsen, aber die brauchen ja so ewig lange. Was ich gehört habe, soll das ja so 7 oder 8 Minecraft-Tage dauern, bis da mal irgendwas wächst. Aber wenn sie dann wo wachsen, hab ich denn dann die, wachsen sie schnell. Da habe ich die Pumpkins. Wie pflanzt man denn Pumpkins an? Ach, man kann die auch nicht aufsetzen, ne? Ja, gegen Endermänner helfen die, ne? Helfen die. Wie kann man denn Pumpkins aufsetzen? Gar nicht. Einfach anziehen. Nee, kann ich nicht. Ah. Das sind halt nicht die richtigen. Du musst dann deinen Helm absetzen. Ah, jetzt. Oh. Nee, so kriegst du keine Pumpkin-Samen. Keine Ahnung, wie man die pflanzt. Ob man die einfach nur reinsteckt oder. Ich weiß es nicht. Aber sieht gut aus. Ja, genau. Das siehst du aber beschissen da drin. Das ist doof. Ach, es geht eigentlich. Es hält sich noch in Grenzen. Ah, komm, ich setze auch mal einen auf.
Bumpkin, the Bumpkin. So, dann knallen wir erstmal die ganzen Kabels durch. Ey, so kann man nicht arbeiten hier, so geht das nicht. Also für jetzt so Kleinigkeiten geht das schon, aber ich denke mal für große Projekte oder so, nein. Da sollte man schon den Helm abnehmen. Ah, zum Glück habe ich ja mein Zeugs vorhin hier reingeschmissen. Dann nehme ich das mal alles wieder weg, wieder mit. Ach ja. Da habe ich zumindest ein bisschen was. Ich bin ja mit nix darunter, also von daher. Ey! Ja, bei sowas sehe ich dann nix, ne? Bei solchen Sachen. Wie hast du das Ding immer noch drauf? Oh Mann. So, jetzt habe ich sie ab. Oh, ich sehe wie alles. Oh, ja, oh, ja, da. Schöne Welt da vorne, ja. Oh. So, hier erstmal das vergammelte Fleisch noch auf hier Hube. Na, siehst du mal, da haben wir doch nicht. Ich kann sogar dein Hundchen füttern. Ja? Ja. Okay. Mit vergammeltem Fleisch geht's, mit Steaks geht's nicht. Okay. Naja, solange ich ihn füttern kann, ist okay. Diesmal haben wir einen kleinen Vorgarten hier, jetzt müssen wir noch die Dings hier wachsen. Ich meine, wir können ja mal testweise mal ein Pumpkin da hinsetzen. Boah, kannst du mal einen auf den Dings setzen? Kann ich gar nicht. Doch jetzt, da. Ja, da ist er doof. Ja, ich kann aber nicht nur ganz normal da drauf setzen. Achso, okay, ne, dann bringt das nichts. Wenn man. Latsch du nicht auf dem Zeug rum! Mensch! Du latschst wieder auf dem Beeten rum. Aber ich habe mal gerade eine Idee. Mach das Beet erst wieder heile. Ist doch heile, oder? Du hast hier ein Beet zerlatscht. Deswegen immer nur mit der Shift-Taste gedrückt hier auf Garten gehen. So. Okay. Weil wenn du schleichst, machst du keine. Machst du die. Ja, die musst du aber erst eine Fackel reinsetzen, ne? Ah ja, kann man ja auch, ne? Jo. So. Und so. So. Geh mal weg kurz. Whoop. Oh. Hat doch auch was, ne? Ist ja bald wieder Halloween. Ist ja nicht mehr lange hin. Stimmt, ne? Dann ist das Update ein Jahr lang draußen. Ich glaube, zum Halloween ist das ja rausgekommen, das Halloween-Update. Ein bisschen Verspätung hat es, glaube ich, gehabt. Macht ja nichts, wenn es Verspätung hat, ne? Dann wäre es ein Jahr her. Dass es die Pumpkins eingeführt wurden. Mann, 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 wie die Zeit vergeht. Ich habe nichts zu essen. Egal. Wir machen mal langsam einen Stopp. Genau. Hm? Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme, ne? Richtig. In der nächsten Aufnahme eventuell sogar mit Verstärkung. Wir werden sehen. Bis dahin. Bye, bye. Bye.